Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Mit mir, dem Mann gleich, hier aus Gilde Nummer 1. Rumble Time mal wieder. Wir schauen jetzt mal hier gegen Westeros. Über 40k bis jetzt geholt. So 32 Minuten noch zu spielen. Und let's get ready to rumble! Ja, Mann! Auf, los geht's los. Das ist jetzt nicht wirklich der Beste, was man kriegen kann. Ah! Schlimme Tina, sehr gut. Und damit können wir gegen Versus schon wegskippen. Besser skippen, bevor wir hier laggen. Better skip than lag. So, das ist eine glatte 100. Ja, Mann. Nice. Cool. Crazy. So, weiter geht's. Dann haben wir den nächsten Kampf. Gegen wen? Wer wird es sein? Oh, Terry Y2. Oh nein! Ich hab die Automatik noch drin. Macht nichts. Passt sogar ganz gut hier, so wie das aussieht. Weil die Snot Rocket hätte ich jetzt sowieso da drauf gespielt. Und jetzt haben wir hier die Lila noch. Und spätestens jetzt ist das Match auch gelaufen. Oh, so viel Schaden da vorne auf der 1. Gegen Terry W. Oder Terry W. Na, wenn man es Englisch ausspricht. Ja, geil. Womit geht's weiter? Was haben wir als nächstes? Na komm schon. Gegen Westeros. So. Mabel 531 ist der nächste Gegner. Jetzt habe ich natürlich, naja, gut, der macht wahrscheinlich genügend Schaden schon, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Trotzdem spiele ich den jetzt. Na! Oh, hätte ich den Irate Lobster gespielt. Hätte ich den Irate Lobster gespielt, hätte ich ihn jetzt weggeballert. Ich spiele jetzt den Irate Lobster. Der José Servo heilt sich sowieso von selbst. Jetzt lass mich mal überlegen. Der heilt sich auch von selbst. Ich muss es jetzt mal so rumspielen. Das ist zwar jetzt eine etwas ungewöhnliche Spielweise. Oh mein Gott! Du kostest mich ganz schön Leben, mein Freund. Also Punkte. Und 94 sind wenigstens rausgekommen. Ärgerlich. Naja, gut. Was willst du machen? Also, nächstes Match. Ich hätte auch den Bob damit kombinieren können, dann hätte ich Heilung gehabt. Aber der hätte sich wieder nicht selber geheilt. Naja, egal. Also, gegen Westeros. War vielleicht nicht so optimal. Oh, Aloysius. Aloysius. So, und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Bob. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, das ist jetzt nicht so das Optimalste. Ich cripple hier erstmal einfach alles weg. So, danach machen wir den hier noch. Jetzt reicht's und dann haben wir hier das da auch noch. Ah, Captain Yesterday ist natürlich ein. Na, und? Ah, wie viel? 91. Ah, na gut. Weiter geht's. Nächstes Match. Wow.
Noch 6 Stück haben wir. Juhu! Yippie, 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 jaggedy, jag. Wow, wow, wow. Wo guckt der eigentlich hin? Oben nach rechts in die Ecke. Wahrscheinlich, weil ich nach rechts in die Ecke. Wenn du jetzt guckst, mal dahin. Dann guckst du dahin. Dann guckst du dahin. Okay. Problem ist, ich müsste das wahrscheinlich hier rüberziehen. Und jetzt gucke ich auch ein bisschen gerade, ne? Jetzt kann ich da immer noch hinschauen. Ja, jetzt sieht es ein bisschen besser aus, oder? Ich denke schon. So, also, dann haben wir hier einmal die Tom Landry Middle School. Ja, so ist doch viel besser. Roboterverbindung. Rogers Kleiderschrank. Und dann haben wir die Globerella. So. Ja, Mann. Nice. 100 Punkte geholt. Yippie-yay-yay. Yippie-yay-yo. Da-ba-du-bu-sha-ba-ba-bo-bo. So, weiter geht's. Noch 5 haben wir offen. Und das zweite Match mit über 40.000. Das andere war ja gegen Osteria, glaube ich, gewesen. Jetzt hier Westeros. Tina. Schlimme Tina. Rogers Kleiderschrank. Leider nur die normale Version, die Single-Fused Version. Jetzt spiele ich erstmal der Roger. Alter, was legst du so? Erstmal die Version. Und jetzt muss ich mir mal überlegen. Ja, gut. Ist jetzt egal. Die zwei Punkte kommt eh nicht mehr dran, der Roger da hinten. Zedikins. Mit einer glatten 100. Au. So, weiter geht's. Come on, baby. Come on over, baby. Come on, baby. Come on over, baby. Da 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 da. So. Gegen Westeros. Ja. Und das nächste Match ist da. Dudeman ist der gute Mann. Dudeman. Eugene Belcher. Und dann haben wir die Slewback. Da kommt Chef Cat Munchies raus. Ja. So, und jetzt haben wir hier hinten den Kleiderschrank. Ich mach's doch anders dann noch. Ich mach's noch anders dann. Ich komme jetzt hier mit Welcome Mojitos. Das reicht aber auch nicht mehr. Ich soll was machen jetzt hier, um irgendwie. Das ist der Jack-Spieler. Ja, gut, der Teufel Bobby, wenn er noch dran käme. Würde er sich wenigstens noch selber ein paar Leben holen. 90. Okay. 90 Punkte. Okay. So. Nächstes Match. Noch 3 Matches offen. So, bei knapp 41.000. Das ist schon echt stark. Styx Westeros. Dann haben wir die Tom Landry Middle School. Da kommt er mit einem Leon. Und das sind natürlich die Nachteile von so einem Leon Petard mit gerade mal 25 Leben, wie ihr sehen könnt. Ja, er ist sofort down beim First Hit.
So, jetzt haben wir noch viel mehr Schaden gemacht und jetzt sind wir damit durch. Ja, Mann. Wide gates. Wer ist der nächste Gegner? Wer? Noch zwei. Zwei sind noch offen. Und dann hoffe ich mal, dass wir das. Dass ich jetzt keins mehr verliere hier. So, eine Lila. Ja gut, mit Lila und mit denen allen, da kannst du ja eigentlich gar nicht viel verkehrt machen. Oh, das würde auch so. Das sind 35. Er hat 36. Ich fange jetzt an mit dem 300-Dollar-Messer. Soll er erstmal runterkrippeln? Dann Rogers Kleiderschrank. Lila wird zur Klobberella. Ja, Mann. Und dann sind wir da auch schon durch. Nice. 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 So. 100. Jetzt haben wir noch ein weiteres Match. Ein letztes Match, dann schauen wir mal, wie wir abgeschlossen haben. Also ich meine, sind ja noch 20 Minuten zu spielen. Nice, nice, nice. 41.000. Wow. So, dann fangen wir an mit einem Peter. Oh, Sexualkunde, Peter. Oh. Ja, was der Straßenräuber ist. Welcome, Mojitos. Die heilt sich wenigstens dann selbst immer. José Servo könnte ich jetzt auch noch spielen, aber jetzt da hinten mache ich jetzt erstmal das Hasenkostüm. Jetzt Dragonkostüm. José Servo. Und? Wie viele? 96 Punkte im letzten Match. Yeah. Geil. Nice. So, jetzt schauen wir doch einfach mal rein. Wie ist es jetzt? Wie sieht es denn aus hier? Aktuell haben wir jetzt 41.297 zu 19.867 bei Westeros. Haben 31 bis jetzt gekämpft. Einer hat sogar eine 1000 geholt. Oh mein Gott. Cuddly 999, Nutty Nate 989, Steintronic 995, Junkhead 992, Robert 992, Bounty 992, Chris 990, Gecko Moria 999, 989, Eat Fresh Food 999, Der Pate 984, Crow 981, Jesse 976, Top Das, Apokalyptica, Recky. Tomek. Dennis, Tipicolada, Dorina, Gabriel, Kings, Teklis, Spider, The King, Mimo, Jojo, Strommi, A, Ernstka, Grumelli. Ja, da kommen ja bei mir nochmal. Was waren das gewesen? 93, oder wie viel waren es? Kommen nochmal drauf. Brownie nervt, Henny, Krankus, Oli, Z, Michael, Turbo, Big Big, Barney. Tularis, Jay Style, Gamer, Guy, Manuel, K, Casey, Remington und Ulrike K sind noch ungefähr 18 Minuten zu spielen. Schauen wir mal. Also, das ist auf jeden Fall gewonnen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Mann, gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Ja.